Leute, da bin ich wieder. Heute stelle ich euch das Buch Das kleine Volk von Steve Augarde vor. Das ist vom Arena Verlag. Also das ist eine Trilogie, das heißt, es gibt zwei andere Bücher. Die werde ich euch natürlich auch vorstellen, aber später. Und erstmal werde ich nicht über Steve Augarde sprechen, weil ich möchte lieber ein Porträtvideo später drehen über ihn, weil ich das interessanter finde. In diesem Buch geht es um Mitch, das ist ein jugendliches Mädchen, das geht zu ihrem Onkel. Und ihr Onkel wohnt auf der Mill Farm, also das ist, passiert alles irgendwie irgendwo in England. Und sie fährt da in den Ferien hin und langweilt sich zu Tode, weil ihre Cousins sind noch nicht angekommen. Sie sollten eigentlich kommen, aber die kommen erst eine Woche später. Und außerdem ist ihre Mutter auf Tournee und deshalb kann sie nicht kommen. Und sie langweilt sich auf jeden Fall. Und da sieht sie, dass eine kleine Scheune oben drüber ist und da hat sie Lust, da hinzugehen und macht sich dann ein Picknick. Sie geht dann dahin und merkt, dass irgendwas komisch ist. Und zwar hört sie, wenn man das so sagen kann, Farben in ihrem Kopf. Das heißt, irgendetwas spricht mit ihr in Farben und sie versteht, was gesagt wird. Diese Person ruft um Hilfe. Und dann geht sie da immer näher ran und findet dann ein geflügeltes Pferd und das heißt Pex und das ist eingequetscht in den Gerätschaften der Scheune und sie schafft es, das herauszuholen. Und die ganzen nächsten Wochen verarztet sie es dann, bis es völlig wieder gesund ist. Pex und Mitch reden dann oft miteinander und zwar über die Herkunft von Pex, und zwar Pex kommt aus dem Wald. Der Wald ist da, wo die Elfen wohnen, und zwar diese Elfen gehören verschiedener Gruppen an, die alle irgendwie woanders leben oder anders leben, und deshalb nennen sie sich die Verschiedenartigen. Und in diesen Wald konnte bis jetzt noch keiner rein, außer einem Mädchen, wovon im zweiten Band die Rede ist. Weil niemand konnte rein, weil das ein ganzes Geflecht aus Pikasträuchern drumherum ist und dass man deshalb nicht reinkommt, außer durch den Tunnel, den man eigentlich nicht sieht, wenn man keine Elfe ist. Und genau den Abschnitt möchte ich vorlesen. Sie musste sich sehr bücken, um den Tunnel betreten zu können. Die harten Enden der Weidenruten stachen ihr in die Schultern, als sie hinter dem Pferd durch das Bachbett ging. Es war nicht sehr hell und sie rutschte dauernd auf den nassen Steinen aus. Das kalte Wasser drang durch ihre Turnschuhe und plötzlich merkte sie, dass sie Angst hatte. Seit sie Pex gefunden hatte, war das Gefühl noch nie so stark gewesen, dass sie über ein Geheimnis gestolpert war, das sie mitten hineinstolperte, in etwas Dunkles, Verborgenes und möglicherweise Gefährliches. Das gefiel ihr ganz und gar nicht. Und wenn es eine Möglichkeit gegeben hätte, umzukehren, hätte sie es getan. Von ihrer Überlegung, dass Pex vielleicht von Menschen gemacht war, das Ergebnis eines Experimentens, irgendeine Kreuzung zwischen Pferd und Vogel, musste sie sich endgültig verabschieden. Sie befand sich eingeklemmt in einem merkwürdigen Tunnel, als aus Weidengeflecht, nass, mit einem ziemlich unguten Gefühl im Bauch. Folgte einem Pferd mit einem verletzten Flügel, einem Pferd, das in Farben sprach, einem geheimnisvollen Geschöpf, wie die Welt noch keines gesehen hatte. Plötzlich wünschte sie, sie wäre in London und baumelte mit den Beinen und beobachtete auf dem Mäuerchen der Tech'schen Wohnanlage den Verkehr. Oder sie würde mit ihrer Mutter oben in der Wohnung kleine Törtchen backen. Das hier machte ihr Angst. Ich habe diesen Abschnitt ausgesucht, weil man da sehr gut sieht, wie es geschrieben ist, wenn man aus Mitches Sicht liest. Und zwar gibt es alle zwei Kapitel ungefähr die Sicht von der Elfen. Das heißt, man sieht alles, also man liest alles, was die Elfen machen. Und die anderen Kapitel, da geht es um Mitch. Leider haben die Elfen sehr viele Namen und man kann sie sich deshalb sehr schwer merken. Aber es ist eigentlich eher für den zweiten Teil, weil dann kommen noch andere Elfen dazu und das ist dann voll das Chaos, also zumindest in meinem Kopf.
Aber ich denke, wenn man sich darauf konzentriert, ist alles okay. Und außerdem lese ich einigermaßen langsam und deshalb habe ich ein paar Schwierigkeiten damit. Aber naja, egal. Was wichtig ist, ist, was passiert und nicht wer was macht. Also zumindest bei den Elfen ist das wirklich nicht das Schlimme daran. Ich mag auch sehr gerne, wie der Autor schreibt, weil es ist wirklich schön. Also meistens lese ich Bücher von Leuten, die ich gerne mag. Wie ihr das vielleicht bei meinem letzten Video gesehen habt. Ich mag sehr gerne die Art und Weise zu schreiben von manchen Autoren. Und das ist eigentlich das, was für mich in einem Buch auf jeden Fall drin sein muss. Und auf jeden Fall, wie gesagt, werde ich euch die zwei nächsten Bücher dann in nächsten Videos mal vorstellen. Wenn ihr wollt, kann ich euch sie auch gleich zeigen. Die zwei anderen Bücher sind Der Elfenwald vom gleichen Verlag und Heimkehr ins Elfenreich. Auch vom selben Verlag. Das sieht man auch. Das sieht sich sehr ähnlich. Und ich habe den zweiten Band schon gelesen, aber noch nicht den dritten. Auf jeden Fall werde ich euch beide bald vorstellen. Also bald. Bei den nächsten Fällen. Gut, das war's. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Und wenn ja, dann Daumen hoch bitte und nette Feedbacks.